Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Robosignale, wie ein Vermögensverwaltung automatisch handeln. Und ich freue mich, dass wir unsere Webinarwoche mit David Varney starten können und dass er für uns hier die Zeit gefunden hat und auch die Lust, mit uns diese Veranstaltung zu machen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Bevor ich an den David übergebe, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Am Ende müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen, unabhängig davon, was heute Ihnen vorgestellt wird, und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Sehr gut. Dann, lieber David, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche wie immer viel Spaß und viel Erfolg. Danke dir. So, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen, oder? Ja. Super, perfekt. Ja, dann von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Punkt 18 Uhr, Montag, eine frische Woche kann starten. Mein Name ist David Varney und ich möchte heute die nächsten 60 Minuten mit Ihnen verbringen und natürlich wieder unser Lieblingsthema bereden, und zwar der automatische Börsenhandel, und heute mit mit der Königsdisziplin, so würde ich das nennen, und zwar, dass wir wirklich wie eine Vermögensverwaltung am Markt agieren. Das heißt, wir schauen mal, was können wir überhaupt tun, wir selbst als Privatanleger, ohne groß jetzt Kapital zu haben, ohne groß Programmierer im Haus zu haben, ohne 20 Server rumstehen zu haben. Das ist unser Ziel für heute. Und da haben wir jetzt auch durch die Partnerschaft natürlich mit FXWORD auch noch die Robosignale mit im Gepäck heute. Das heißt, wir wollen uns erstmal mit dem Thema allgemein beschäftigen und schauen uns dann die Robosignale an. Das heißt, wie können Sie am Ende des Webinars auch davon profitieren, ohne großen Zeitaufwand, dass Sie selbst Ihr Trading-Konto, egal ob groß oder klein, auch automatisiert handeln können, so wie eine Vermögensverwaltung. Da gibt es auch ein paar Themen, die finde ich persönlich ganz interessant, und zwar, wie läuft das wirklich in einer Vermögensverwaltung ab? Ich glaube, da haben wir alle ein relativ falsches Bild vor Augen. Wir stellen uns vor, dass es extrem professionell durchgerechnet ist, aber ich glaube, wenn wir heute mit den 60 Minuten hier rum sind, dann agieren wir alle professioneller als die meisten Vermögensverwaltungen da draußen am Markt. Und wir wollen uns ansehen, wo immer noch die Probleme sind. Das heißt, wir kennen das ja alle, Gier, die Emotionen, wir handeln zu viel Volumen, wir schrotten unser Konto ständig. Es heißt gar nicht, dass wir, wenn wir jetzt automatisiert am Markt sind, dass wir das Problem nicht mehr haben. Wir haben andere Probleme. Und wenn ich so hier in die Teilnehmerliste gucke, dann fühlt sich auch der ein oder andere wahrscheinlich schon mal angesprochen. Der ein oder andere Robosignal-Trader ist auch schon hier mit bei. Ja, da freue ich mich auf die nächsten 60 Minuten. Zu den Fragen können wir es gerne so machen. Ich habe die Fragebox hier immer nebenbei auf. Da können Sie gerne einfach die Fragen reinschreiben. Ich habe immer einen Blick drauf. Wenn die Frage gerade so passt, dann nehme ich sie zwischendurch mal mit rein. Und ansonsten haben wir ja am Ende des Webinars immer noch ein paar Minuten Zeit und dann klären wir alle Fragen. Und im Notfall sitzen wir dann auch noch bis 20 Uhr hier. Hauptsache, wir haben alle Fragen geklärt, denn Nelson hat ja Zeit mitgebracht. So Hoffe ist ich. es. Super. Perfekt. Damit Sie erstmal wissen, wer sitzt hier überhaupt? Wieso sitzt da jemand, der mir hier was von Algo Trading erzählen möchte? Ganz kurz, wer mich noch nicht kennt. Einige Namen hier in der Teilnehmerliste kenne ich noch gar nicht, noch relativ frisch. Ja, ich bin David Varney, bin inzwischen leider auch schon 30 Jahre alt. Zeit geht an mir auch nicht vorbei. Und ich habe eigentlich quasi das Laufen schon in einer Vermögensverwaltung gelernt. Ich habe 2007 in einer Berliner Vermögensverwaltung angefangen. Eigentlich wollte ich dann nur meine Ausbildung beginnen zum Programmierer. Also Börse war für mich noch, das kannte ich maximal aus NTV oder N24. Aber so wirklich Berührungspunkte hatte ich da noch nicht mit. Wollte da Programmierer werden, habe meine Ausbildung auch abgeschlossen, aber ich glaube, wir können uns das alles ein bisschen vorstellen, wenn wir vor den 20 Bildschirmen sitzen und sehen, dass da Programme eigenständig Geld verdienen.
Ja, dann ist der Fokus relativ schnell verschoben vom Programmieren hin zur Börse und man interessiert sich dann plötzlich doch eher für die Börse und fürs Trading als für die eigentliche Programmierung. Gut, natürlich ganz fleißig und brav, damit sich alle freuen, die Ausbildung noch abgeschlossen und dann war ich ab 2010 als Trader und Strategieentwickler in der Vermögensverwaltung tätig und bin da bis 2016 geblieben. Also insgesamt schon quasi das halbe Leben bis zu dem Zeitpunkt da gewesen. 2016 bin ich dann ausgestiegen und habe das quasi gegründet oder meine Leidenschaft gegründet, die AlgoCamp GmbH. Haben inzwischen unseren fünften Geburtstag gefeiert. Wir sitzen in Berlin Mitte. Wir sind nicht offshore irgendwo in Panama oder verstecken uns irgendwo, sondern wir wollen das ganze Thema oder haben es, glaube ich, zum großen Teil auch aus dem Dreck ein bisschen rausgezogen. Wir kennen es ja alle. Komischen Seiten mit irgendwelchen Fake-Nachrichten von irgendwelchen Promis, die Bitcoin-Algos gefunden haben und verkaufen für ein paar Dollar. Das sind nicht wir. Wir sind die, die ein deutsches Unternehmen sitzen, die ganz normal in Deutschland ihre Firma hat und das Geschäft ja so ein bisschen aus der dreckigen Zone rausbringt. Was mache ich heute? Ich bin natürlich hier der Geschäftsführer von der GmbH, auch noch von ein paar anderen Firmen. Und am Markt bin ich heute so Hälfte, Hälfte selbstständig, also manuell unterwegs und zur anderen Hälfte natürlich automatisiert, weil wie könnte ich das Ganze predigen oder Ihnen die Sachen anbieten, wenn ich das selbst nicht nutze oder selbst davon überzeugt bin. Ja, und der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich auch, wenn wir nicht gerade Corona haben von der World of Trading oder von anderen Trading-Messen oder wer das Traders Mag, das Trader-Magazin liest, der wird vielleicht auch den einen oder anderen Artikel auch von mir gelesen haben. Gerade in diesem Jahr wird wahrscheinlich in jeder Ausgabe ein Artikel dabei sein, in der letzten, im nächsten und ja, die anderen sind eigentlich auch schon geplant. Also ich denke mal, Sie merken schon, Algo-Trading, da kann ich ein, zwei Sachen schon zu sagen. Habe ich schon mal gemacht, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen. Okay, das war's zu mir. Kommen wir mal zum Wichtigen. Also was wollen wir heute nochmal machen? Ganz kurz die Agenda, dass wir die gemeinsam durchgehen. Wir schauen mal, das finde ich persönlich einen sehr, sehr interessanten Punkt, auf die Probleme, die wir so als Algo oder auch als normaler Trader haben. Deswegen, da fühlen sich wahrscheinlich einige hier in der Teilnehmerliste angesprochen, die die Probleme auch immer jeden Tag begehen. Wir wollen schauen, wie können wir unser Expert-Advisor-Portfolio quasi so aufbauen, dass wir wirklich professionell unterwegs sind. Was ich damit meine, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir wollen schauen, wie wir heute, also quasi in 60 Minuten, einfach selbst anfangen können, so zu agieren wie eine Vermögensverwaltung. Was brauchen wir? Wie viel Kapital brauchen wir überhaupt? Welche Kosten haben wir und so weiter? Das werden wir heute so im Crashkurs hier quasi ja, erstmal so durchgehen. Also, was haben wir so für Probleme als Algo-Trader? Oder generell als Trader? Da muss ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das kennen wir alle. Wenn wir hier in unserem geliebten, geh kurz rüber, wenn wir hier in unserem geliebten MetaTrader unterwegs sind, dann kommt so ein bisschen die Leidenschaft oder das Leiden raus. Was machen wir? Wir erhöhen das Volumen. Wir fahren zu viel Volumen. Wobei das momentan gar nicht mehr so einfach ist im Vergleich zu früher, wenn wir da mal an den höheren, etwas höheren Hebel von damals denken. Wir halten uns einmal nicht an unsere Strategien. Wir sehen Trades, wo vielleicht gar keine sind. Völlig normal, wenn wir jetzt den ganzen Tag vor den Charts sitzen und warten, bis hier irgendwie mal was ist, dann sehen wir jetzt, obwohl da nichts ist, plötzlich den Ausbruch, der davor besteht. Wir gehen rein, weil es ist 18:10 Uhr, wir haben den ganzen Tag noch nichts gehandelt, wir wollen endlich mal was handeln, wir wollen nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und nichts gemacht haben. So diese Langeweile-Trades, ganz großes Problem. Die Liste, ich glaube, die können wir noch eine halbe Stunde länger durchführen mit den Problemen, die wir so haben, ist aber extrem groß. Und dann kommt man relativ schnell auf die Idee zu sagen, ja gut, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Ich habe nicht die Zeit dafür. Irgendwie ist das nichts für mich. Ich will das einfach abgeben. Was machen wir dann? Wir sehen ja hier links, relativ schnell kommen wir hier rauf. Wir haben hier die automatischen Handelssysteme im MetaTrader. Wir können sie einfach relativ einfach aktivieren. Ein Klick, wir aktivieren es. Wir machen hier oben Auto-Trading an und schon läuft das ganze System durch. Ich will noch eine kleine Einstellung, aber prinzipiell
So, jetzt will das System handeln. Ja, die großen Vorteile von den automatischen Systemen, die werden auch immer oft gepredigt. Keine Gier, keine Emotionen. Wir müssen nicht den ganzen Tag vom PC sitzen, Zeit ersparen, das passives Einkommen, wie auch immer. Die Liste ist relativ groß. Aber, und hier haben wir wieder das große Problem, der Trader, also der, der die Maus hier bedient, der den Mauszeiger bestimmt, der bestimmt am Ende des Tages, wie, wo die Reise hingeht. So, das heißt, wenn der Roboter sagt, der Markt steigt, ich gehe long, oder der Markt fällt, ich gehe short, dann macht er das. Aber wenn ich als Trader davor sitze und sage, naja, heute gab es die News, heute hat der Präsident gesprochen, heute hat der was gesagt, ja, dann greifen wir schnell mal ein. Dann gehen wir rein, gucken uns auf die, legen uns auf die Lauer und gehen die Position wieder raus. So. Das ist das große Problem, das Eingreifen in den Trades bei den automatischen Handelssystemen. Ein großes Problem. Ich habe es heute noch nicht geschafft, einen Trader das irgendwie auszureden. Ja, ihr könnt gerne in die Fragebox einfach mal reinschreiben, was für Sie der Grund manchmal ist, wenn Sie schon automatisch an der Börse unterwegs sind, wieso Sie manchmal einfach eingreifen in die gesamte Position, ins Order Management oder. So. Man müsste ja eigentlich dabei denken, dass wenn ich als Trader nicht profitabel bin, und es sind leider relativ viele, für die Mehrheit, dann sollte ich dem Roboter doch nichts sagen, oder? Also der Roboter, der weiß es ja, also er weiß nicht, wo der Markt hingeht, aber der Roboter wurde in der Regel über 5, 10, 20 Jahre getestet. Er weiß, wie die Wahrscheinlichkeit ist, und er erkennt Muster am Markt, er erkennt wiederkehrende Muster und tradet die. Und ganz, 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 ganz oft, komme ich später nochmal einen Teil drauf zurück, gibt es Trader, die trotzdem sagen, ja, ich bin selbst nicht profitabel. Der Roboter, der weiß auf jeden Fall mehr als ich, was diesen Markt gerade betrifft, aber trotzdem greife ich ein. Der Roboter sagt, ich gehe jetzt long, weil in den letzten 15 Jahren hat es funktioniert, an solchen Situationen long zu gehen. Und ich als Trader sitze davor und sage, nee, ganz klarer Short, hier gehe ich wieder raus. Eigentlich eine ganz unlogische Sache. Also ich muss es mir eingestehen, wenn ich selbst nicht profitabel bin, dann sollte ich die Roboter auch in Ruhe lassen und sie nicht bei der Arbeit stören. So, das ist ein großes Problem im Algo-Trading. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wie kommt das Problem? Woher kommt das? Es ist zum Teil natürlich auch im manuellen Trading so. Wir können das immer so auf beide Welten fast das so anwenden. Oft, nicht immer, ist es zum Teil, weil einfach nicht viel los ist. Also wenn ich zum Beispiel ein System habe, ein Handelssystem, was zum Beispiel zweimal maximal, durchschnittlich einmal die Woche handelt, und ich jemand bin, der morgens, mittags, abends auf einen Metatrader schaut, um zu gucken, ob jetzt hier eine Position offen ist, ja, dann fehlt uns ein bisschen die Geduld. Dann fehlt uns die Geduld und wir warten auf Trades und denken uns, naja, irgendwie ist das Handelssystem hier dann doch Mist oder funktioniert ja gar nicht. Ich will mein Geld wieder zurück, bin schon wieder auf den Betrüger reingefallen. So die üblichen Probleme, die früher oder später mal so hochkommen, wenn dann ein bisschen die Geduld fehlt. Andere Sache ist natürlich, dass wir einfach nicht verstehen, was da los ist. Also wenn wir sehen jetzt hier zum Beispiel hier im Chart, der Markt steigt, plötzlich würde jetzt der Roboter short gehen. Dann würden wir davor sitzen und denken, wieso? Der Markt hat doch gerade einen Druck nach oben. Wieso geht er jetzt short? Das ist doch völlig, völlig sinnfrei. So, auch hier ist die Liste relativ groß mit Gründen, wieso wir Roboter manchmal nicht in Ruhe handeln lassen. Vielleicht, weil wir auch gerade eine Stagnationsphase haben vom Roboter, dass der Roboter gerade ein, zwei Wochen zum Beispiel im Verlust ist oder schon einen Monat auf der Stelle tritt und wir sagen, na, das Vertrauen ist irgendwie nicht mehr da, ich greife jetzt halt ein. Ganz, ganz, ganz großes Problem. Wie können wir das aus der Welt schaffen? Sehr, sehr schwer. Wir können ja keinen Trader belehren,
Wir machen es bei uns im Support zum Beispiel so, es ist ein klassisches Problem. Jeder, der sich ein Handelssystem von uns holt oder programmieren lässt oder irgendwo anders her hat und uns einfach nur so kontaktiert dazu, den kann man das sagen, aber das hört man sich an. Und dann ist es aber auch wieder vergessen und man hört nichts mehr davon und man macht den Fehler weiter. So, dann haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt, wie können wir dieses Problem noch besser lösen? Also im Endeffekt wollen wir ja gar nicht den Trader irgendwie das verbieten. Wir wollen jetzt nicht sein Passwort vom Konto ändern, was wir auch gar nicht dürfen, nicht wollen, nicht können und auch nicht machen. Wir können nicht jeden Tag ihn auf die Finger hauen, das geht natürlich nicht. Sondern wir können es ein bisschen professioneller angehen, indem wir zum Beispiel ein Portfolio aufbauen, wo wir ihm so ein bisschen die, ich sag mal, diese Triggerpunkte nehmen, wo derjenige anfängt zu einzugreifen oder zu zocken. Nicht zu 100%, also es funktioniert nicht zu 100%, sondern zum relativ großen Fall der Fälle funktioniert es. Und wir haben das Ganze Robo-Signale genannt. Robo, ja, von den Robotern, also automatisierte Signale und Signale, klar, es ist nicht so, wie wir es vielleicht aus WhatsApp-Gruppen kennen oder dass wir irgendwelche E-Mails bekommen, sondern die Robo-Signale, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen, das ist die Art oder wie ich finde, die professionellste Art, um mit dem automatischen Börsenhandel zu beginnen oder weiterzumachen oder dabei stehen zu bleiben oder dabei zu bleiben mit diesem Modell für Privatanleger. So, und jetzt denken wir wieder, naja gut, Privatanleger, kriege ich hier wieder den letzten Mist zugeworfen. Nein, das, was wir jetzt uns gleich mal ansehen im Detail, das können viele Vermögensverwaltungen nicht. Bei uns im Support, in den Käufen, da ja, mogeln sich immer mal wieder Vermögensverwaltungen ein, weil sie sich aber für interessieren und sie fragen, wie kriegen die diese Performance hin? Was machen die da anders als wir mit 500 Leuten in der Abteilung, die vielleicht im Jahr 6% hinbekommen, obwohl der DAX viel mehr performt hat. So. Das sind die Robosignale. Was sind die Robosignale? Ganz kurz im Überblick, damit wir wissen, wovon wir dann gleich weiter sprechen. Die Robosignale, dahinter steckt ein Portfolio. Und zwar ein Portfolio an automatischen Handelssystemen. Das heißt, wer sich zum Beispiel für die Robosignale entscheidet und sagt, ja super, möchte ich haben, der hat nicht nur ein Handelssystem, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf und er hat auch nicht die gleichen für 10 Jahre, sondern es ist ein aktiv verwaltetes Portfolio an automatischen Handelssystemen. Das heißt, wir gehen jetzt mal 10 Schritte weiter. Ich sage, ja, ich interessiere mich dafür. Dann wird ein Referenzkonto auf Ihrem Konto gespiegelt. Das heißt, auf unserem Referenzkonto laufen Stand heute sind es 6 verschiedene Handelssysteme. Ja, den Euro-Dollar, DAX, Bund, Gold. Ja, das sind die momentanen Systeme. Auf verschiedene Zeitintervalle, alles verschiedene Strategien zu verschiedenen Uhrzeiten. Von Montag bis Freitag, morgens, mittags, abends, haben wir eigentlich immer was los im Depot. So, und diese Eigenschaft behebt schon mal viele Probleme. Welche Probleme zum Beispiel? Ein Handelssystem läuft nie für die Ewigkeit. Also wenn ich jetzt ein System finde, was profitabel ist, dann wird es nicht garantiert 10, 20 Jahre laufen. Das längste System, was ich gesehen habe, was ohne Änderung profitabel war, waren 12 Jahre und das war extrem. Das war ein extrem gutes System. Das habe ich so nie wieder gesehen. Der Markt ändert sich und deswegen müssen die Systeme eigentlich auch immer mal wieder angepasst werden. Nicht groß, mal klein, aber der Markt ändert sich einfach extrem. Da können wir nicht denken, dass wir mit Systemen vor 10 Jahren heute noch das große Geld verdienen. Das bedeutet, was bedeutet eigentlich genau aktiv verwaltet das Portfolio? Das heißt, es könnte auch sein, dass wir in 2 Wochen, 2 Monaten, 2 Stunden sagen, aus den 6 Systemen werden jetzt nur noch 4 gemacht. Das heißt, wir schalten 2 Systeme ab, weil sie nicht mehr profitabel genug sind, weil die Performance gerade nicht ausreichend ist oder aber, weil zum Beispiel 2 andere Systeme reinkommen, die jetzt in der aktuellen Phase profitabler sind.
Und das ist das Portfolio, was ständig angepasst wird. Das heißt, die Systeme, die heute laufen, die liefen nicht vor 2 Jahren. Da liefen andere Systeme und in 6 Monaten laufen auch nicht identisch die Systeme von heute, sondern es laufen dann wieder andere. Und durch dieses Portfolio, was wir verwalten, haben wir halt die Möglichkeit auch Systeme ins Portfolio zu bringen, die zum Beispiel nur sehr, sehr selten handeln. Es gibt durchaus Strategien, die handeln nur alle 2 Jahre mal oder 2 Mal in einem Jahr. Das können wir nicht einzeln an den Mann bringen. Also wenn jemand ankommt und sagt, ich interessiere mich für das Thema, ich möchte gerne ein Handelssystem haben, dann wird er nicht glücklich werden, wenn wir ihm ein System an die Hand geben, was so extrem selten handelt. Und wahrscheinlich in dem Moment, wo das System handeln würde, da ist dann der Computer aus oder Windows-Updates werden installiert oder ähnliches. So soll es nicht sein. Das heißt, hier sitzen immer Programmierer, Entwickler, Trader, die gucken, dass das Maximale aus dem Depot rausgeholt werden kann. So. Was bedeutet das also für Sie, wenn Sie sagen, okay, interessant, das, was wir uns wünschen, der einmalige Aufwand, das Ganze einzurichten, ist bei ca. 20 Minuten. Gucken wir uns nachher nochmal kurz an. Der monatliche Aufwand ist 0 Minuten. 0 Minuten, stimmt das wirklich? Der MetaTrader könnte abstürzen, die Verbindung zum Broker könnte mal weg sein, Windows-Update, Server-Neustart oder was auch immer. Nein, die Probleme haben wir hier natürlich schon, aber bei den Robo-Signalen ist es mit dabei, dass wir jeden Tag, also jeden Börsentag, bringt ja nichts, wenn wir Samstag und Sonntag rausschauen, einen Blick auf Ihren Server werfen und schauen, ist alles in Ordnung? So, und wenn es dann Probleme gibt, weil zum Beispiel Windows-Updates installiert wurden oder Ihr MetaTrader abgestürzt ist, es passiert immer mal was, dann bekommen Sie eine Benachrichtigung von uns. Hallo, Herr, Frau, hier gibt es ein Problem, bitte Ihr Konto nochmal einloggen, dann den Handel starten, dann geht's weiter. So, das ist das Maximale, was zu tun ist. Und im Hintergrund läuft das ab, was wir selbst als privater Anleger, der nicht den ganzen Tag Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, wird das einfach für uns erledigt. Und das ist eine Traumsache eigentlich. So wie wir es von Vermögensverwaltung eigentlich erwarten, nur sind die etwas starrer und träger unterwegs. Wo wir uns den großen Vorteil hier rausziehen. Wir sind relativ dynamisch unterwegs. 2 Sekunden ist ein neues System am Start, was über die letzten Monate getestet wurde. Oder. Das geht ja relativ fix. Und das sind die Robo-Signale. Und das ist die Möglichkeit, wie wir als Privatanleger auf einem extrem hohen Niveau traden können. Wir sind einfach diversifiziert unterwegs. Wir handeln nicht nur einen Markt, nicht nur einen Zeitintervall, nicht nur ein Asset, sondern alles bunt gemischt. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Immobilienverwalter oder dem Immobilieninvestor. Wenn ich irgendwo eine Eigentumswohnung mir kaufe und die vermiete, dann würde ich mich nicht wirklich als Investor, als Immobilieninvestor bezeichnen, sondern ich habe eine Immobilie mir gekauft, die ich vermiete. Ist toll, aber nicht das Professionellste, was wir in dem Bereich machen können. Die Immobilie kann von Mietnomaden besetzt sein, sie kann brennen, wir können Schäden haben. Es kann so vieles da einfach passieren. Aber wiederum, in mehreren Städten, in mehreren Ländern, gewerbliche, private, groß, klein, in verschiedenen Preiskategorien Immobilien, dann ist das eine große Aufstellung, haben wir ein richtiges Portfolio, haben quasi mehrere Läden. Da mal eine Wohnung keine Einnahmen abwirft, sondern nur Ausgaben generiert, dann ist das nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm, denn wir haben noch andere Immobilien, die für uns das Geld verdienen. Und genau das hier machen wir mit den Robo-Signalen auch. Ich zeichne das mal ganz kurz auf, weil das ein bisschen besser zu verstehen ist. Wir haben hier zum Beispiel, Stand jetzt, haben wir hier 6 Handelssysteme aktiv. So, wir machen hier einfach mal, wir haben einfach mal den Start. Wir nehmen jetzt mal den Start. Das eine System hat in etwa so diese Performance in den nächsten 3 Monaten. Hat ein bisschen Geld verdient, dann ein bisschen in die Stagnation gelaufen. Wir haben wiederum ein anderes System, das lief ganz gut und dann macht es nur noch Verluste. Es macht Verluste, kleine Gewinne, Verluste. Und das nächste System, das macht hier am Anfang leicht Verluste und steigt dann wieder hoch.
Und so sollten die ganzen Systeme auch laufen, ein Portfolio. Wir wollen keine 6 Gewinner haben. Denn was passiert, wenn wir 6 Gewinner haben? So, das andere System, nochmal ein Gewinnersystem, noch ein Gewinnersystem, noch ein Gewinnersystem. Dann haben wir nicht unser Ziel erreicht, dass wir im Idealfall, das ist nicht immer in der Realität so, aber im Idealfall nicht alle Systeme zur gleichen Zeit Gewinn machen und alle zur gleichen Zeit Verlust machen, sondern wir wollen eigentlich jeden Tag eine kleine Mini-Rendite haben. Und wenn wir quasi hier unten den Durchschnitt ziehen würden, also quasi die Portfoliokurve von den verschiedenen Systemen, dann haben wir im Idealfall eine geglättete Kurve, die nicht von heute auf morgen 100% macht, sondern die kleine Fortschritte macht. Das ist ein Ziel, oder das ist unser Ziel mit den Robo-Signalen. Es bedeutet also nicht, dass wir einfach 6, 10 Systeme in einen Topf werfen und sagen, wir haben ein Portfolio, wir haben jetzt ganz viele Systeme und sind profitabel, weil dann haben wir sowas wie hier oben, haben eine tolle Performance und dann geht es wieder nach unten. Das ist kein Portfolio. Die Systeme sollten im Idealfall nicht miteinander korrelieren. Das heißt, ich will keine 6 Systeme haben, die gerade alle so positioniert sind, dass wenn der DAX steigt, dass alle Gewinn machen. Und wenn er fällt, dass sie Verluste generieren. Das ist kein Portfolio. Das ist so, als ob ich mir ein komplettes Mietshaus kaufe mit 20 Mietparteien. Wenn das Haus brennt, wenn die Gegend nicht mehr angesagt ist, dann bringen mir die anderen Wohnungen in dem Haus auch nichts mehr. So machen es Vermögensverwaltung und so sollten wir es als privater Trader auch machen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wenn Sie zu Hause nur ein System haben oder gerade selbst ein System programmiert haben, kostenlos nutzen und gekauft haben, woher auch immer, dass es schlecht ist. Überhaupt gar kein Fall. Wir müssen ja irgendwie klein anfangen. Also lieber nehme ich eine Kurve davon, als dass ich einfach gar nichts verdiene die ganze Zeit. Bringt mir auch nichts. Wir müssen also langsam mit dem Thema reinkommen. Was haben wir bisher für Varianten gehabt? Wir können uns natürlich verschiedene Systeme kaufen. Wir können einfach unsere 2, 3, 4, 5 Systeme kaufen und dann so eine Art Portfolio Light aufbauen. Das geht natürlich auch, aber wir brauchen noch die Zeit. Wir müssen halt davor sitzen und uns mit dem ganzen Thema beschäftigen und schauen, ist das alles noch im Rahmen? Brauche ich ein neues System? Muss ich eins abschalten? Muss ich welche anpassen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das haben wir mit den Robosignalen nicht mehr, wenn sich dafür zum Beispiel entscheiden und das etwas für sie ist. Schauen wir mal auf die Performance. Das ist eigentlich so das Interessanteste wahrscheinlich mal bei vielen. Und dann gehen wir auch nochmal auf die Details der Performance ein. So, was haben wir hier für eine Performance? Die ist zugegeben unglaublich, unfassbar, aber ich will nicht sagen leider die Realität, aber ich sage leider die Realität, weil das schon fast zu viel wirkt für viele. So, wir haben mit den Robosignalen 2018 angefangen. 2018, wir sehen das Ganze hier auf die Monate runtergebrochen. Wir haben das Jahr mit 35% abgestoßen. 2019 mit 16%. Das letzte Jahr war einfach unfassbar. 109% knapp. Und dieses Jahr geht es schon wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Zahlen sind jetzt, ich glaube, 2 Wochen alt. Wir haben diesen Monat schon 8% gemacht, also 8,5%. Das heißt, dieses Jahr ist schon wieder bei ca. 12%. Unglaubliche Performance. Aber ich schreibe uns nicht auf die Fahne, dass wir jetzt jährlich 100% machen. Wir sind momentan durchschnittlich bei über 50% im Jahr. Das soll nicht unser Ziel sein. Also wenn jetzt hier jemand rausgeht und sagt, super, das buche ich mir jetzt. Und wenn ich jetzt dieses Jahr nur 40% mache, dann bin ich unzufrieden. Das ist hier nicht unser Ziel. Die Performance ist extrem gut, zeigt, dass das, was wir vorhaben, dass unser Konzept auch funktioniert. Und wir sehen, dass wir solch eine Rendite nicht mit einem einzelnen System schaffen. Wir sind mit dem System einfach für alles vorbereitet und das funktioniert gerade so gut wie noch nie. Was erst jetzt, das letzte Jahr war gigantisch. Auch 2019 ist das schlechteste Jahr mit 16%. Ist auch überragend. Was müssen wir dazu noch wissen? Der maximale Drawdown lag bei ca. 23%, 25%, 26%. Wir benötigen mindestens 5.000 Euro auf dem Konto. Wieso?
Nicht, damit wir das verbrennen relativ schnell, sondern weil wir natürlich schon etwas Margin brauchen. Hier laufen 6 Systeme und dieses System oder das gesamte Portfolio wird immer darauf angepasst, dass wir 5.000 Euro auf dem Konto haben und einen Hebel von 1 zu 30 in den Hauptwährungsparken haben. Also das, was jeder bekommen würde. Natürlich, wenn Sie als professioneller Trader eingestuft sind und den höheren Hebel von 200 haben, dann könnten Sie rein theoretisch auch mit 2.500 Euro starten. Müssen aber sich bewusst sein, dass alle Renditezahlen sich verdoppeln. Das heißt, der bisherige maximale Drawdown wäre dann nicht bei ca. 25, sondern bei 50%. Dafür würde sich aber auch natürlich die Rendite verdoppeln. Empfehle ich persönlich nicht, weil das schon ein sehr knappes Gerechne ist mit der Margin. Deswegen orientieren wir uns immer an der Vorgabe 5.000 Euro Standardhebel, den jeder bekommt, der einfach Kleinanleger ist und nicht den Kriterien entspricht für den professionellen Trader, wo wir, glaube ich, auch schon 500.000 an Kapital nachweisen müssen, um diesen Hebel überhaupt zu bekommen. Das ist die Vorgabe, das ist unser Referenzkonto und das kann sich jeder auf sein Konto kopieren, der die Robo-Signale hat. Schauen wir doch mal in den Chart rein, weil wenn wir hier blicken, dann denken wir uns ja schon, wow, wo sind die Verluste? Mache ich jetzt nur noch Gewinne? Nein. Hier sehen wir das Ganze kumuliert. Von Anfang 2018 bis heute mal als Chart. Ja, hier ist der Drawdown, den muss man überleben. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, in der Mitte, den haben einige nicht überlebt, nicht weil das Geld weg war, sondern weil einfach die Motivation irgendwann weg war und man sich dachte, ja, funktioniert ja doch nicht, schon wieder missgekauft, alles nur Betrug, ich wusste es eh besser, funktioniert nicht. Daher, alle, die es mitgemacht haben, die es verstanden haben, herzlichen Glückwunsch, das gehört einfach dazu. Das müssen wir uns ganz klar im Vorfeld auch sagen. Das ist gar keine Frage des Geldes oder des Vermögens, aber wenn Sie jetzt sagen, 5.000 Euro, gar kein Problem, aber wenn ich da 2.000 Euro hinten bin, dann kann ich schon gar nicht mehr in Ruhe schlafen, dann bin ich nervös, dann greife ich ein, dann werde ich unruhig, dann ist dieses Produkt ganz einfach leider nichts für Sie. Das bringt nichts. Also ich könnte jetzt die Robosignale einfach an den Mann bringen und da Einnahmen generieren. Aber mein Ziel ist es hier, deswegen ist die Performance ja auch so extrem gut, dass sie möglichst lange dabei sind. Und ich will Ihnen nicht sagen, dass Sie ab sofort alles kündigen können und Ihr gesamtes Geld hier reinstecken, weil die Rendite so gut ist, sondern ich will die schlechte Seite ganz klar zeigen. Verluste gehören dazu. Wir haben hier Positionen, wo wir auch vor dem Chart sitzen und uns fragen, wieso geht der jetzt long? Das ist auch ein ganz klares Short. Verluste gehören auch hier dazu. Stagnationsphasen, aber wir sehen, was bei herauskommt, wenn wir ein großes Portfolio aufgebaut haben mit verschiedenen Systemen, die nicht miteinander korrelieren. Dann haben wir solche Renditen. Und solche Renditen bekommen wir nicht hin, wenn wir nur ein System haben. Im Verhältnis, wir müssen es immer im Verhältnis sehen, ne? Wir haben jetzt einen Drawdown von 25% und die Rendite dazu bei über 170%. Da ist das Verhältnis mehr als gesund. Klar, in klassischen Vermögenserweiterungen haben wir vielleicht 5, 6, 7% im Jahr. Da ist das Drawdown auch geringer. So ist es hier genauso. So, wir haben noch eine passende Frage dazu. Kann ich nicht bei einem Hebel von 1 zu 200 die Positionsgröße entsprechend anpassen? Vielen Dank für die Frage. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Bereich. Kann ich nicht die Positionsgröße anpassen? Nein. Das Ganze wird in 5.000 Euro Schritten berechnet. Das heißt, ob Sie 5.000 Euro auf dem Konto haben oder 7.000 Euro auf dem Konto haben, Sie handeln so viel, wie wenn Sie 5.000 Euro auf dem Konto haben. Unser Referenzkonto läuft mit 5.000 Euro. Wir haben 6 verschiedene Handelssysteme und damit das System kein dominantes System hat, also wir wollen nicht, dass ein Gewinntrade wir wollen nicht, dass ein Verlust-Trade die 10 Gewinn-Trades auffrisst, sondern jedes System hat ein unterschiedliches Volumen. Das heißt, das eine System
hat zum Beispiel ein Volumen von 0,1 Lot, das andere hat ein Volumen von 0,5 Lots und das andere von 2,5 Lots. Die Volumen werden so eingestellt, dass jedes das die gleiche Dominanz im Konto hat. Das heißt, sonst hätten wir kein Portfolio. Das heißt, jedes System handelt ein unterschiedliches Volumen. Und das Volumen ist in Verbindung mit dem Risiko der Systeme auf 5.000 Euro angepasst. Das heißt, wenn Sie ein 5.000 Euro Konto haben, würden Sie sagen, bitte das Konto einfach handeln, also vom Volumen her mal 1 handeln. Wenn Sie ein 10.000 Euro Konto haben, würden Sie sagen, bitte das Referenzkonto 2-mal handeln vom Volumen. Das heißt, wenn wir auf dem 5.000 Euro ein Lot handeln, würden Sie auf dem 10.000 Euro 2 Lots handeln. In diesen Schritten wird das Volumen eingestellt. Natürlich könnte man dann sagen, ja, wieso kann ich das nicht selbst einstellen, das Volumen? Ich weiß es ja irgendwie wieder besser. Dann würde man sich das Portfolio kaputt machen. Und diese Volumenberechnung, die unterschiedliche Volumenberechnung, macht hier extrem viel aus. Deswegen haben wir uns damals dazu entschieden, das immer nur auf dieser, wie nennen es, Multiplikatorbasis zu machen. Sie können natürlich auch, wenn Sie sagen, ich habe ein 10.000 Euro Konto, nur das einfache Volumen handeln, dann ist Ihre Rendite halb so groß, also die prozentuale, aber auch das Risiko halb so groß. Wenn Sie sagen, naja, bei 10.000 Euro möchte ich keine 25% Drawdown haben aus der Vergangenheit, dann sagen Sie immer, okay, dann handle ich halt das halbe Volumen. Und so wird das eingestellt. Deswegen, also wenn Sie jetzt quasi überlegen, na gut, ich würde gerne anfangen, packe ich jetzt 5.000 Euro rauf oder 7.000 Euro rauf, vom Volumen her würden Sie mit 5.000 genauso handeln wie auch mit 7.000 Euro. Perfekt. Die Frage war zum richtigen Zeitpunkt gestellt, dann haben wir das auch nicht vergessen. Okay. Das haben wir. Die Performance haben wir. Die Performance haben wir auch gesehen. So. Mit welchem Punkt machen wir als nächstes weiter? Das Eingreifen. Hier haben wir wieder das Eingreifen und die Erwartung. Ich bekomme das gerade öfters vom Support bei uns mitgeteilt, was so die Probleme sind. Einige sind mit den Robosignalen natürlich nicht zufrieden. Nirgendwo gibt es irgendwie eine Zufriedenheit von 100%, völlig okay. Und wir schauen immer, wo ist so das Problem eigentlich? Wieso gibt es da noch Trader, die nicht zufrieden sind dafür? Gar nicht böse gemeint, sondern manchmal haben wir einfach unsere Fachidiotenbrille auf und sehen vielleicht Sachen nicht. Ist die Performance, weiß nicht, muss man so viel Steuern zahlen, soll man weniger Gewinn machen oder ist die Technik zu kompliziert oder. Und dann bekommen wir eigentlich immer bei raus, dass die Trader, die nicht zufrieden sind mit den Robosignalen, die sind, die halt eingreifen. Und da müssen jetzt hoffentlich einige grinsen, die hier in der Teilnehmerliste sind und die Robosignale schon haben. Das ist einfach tödlich. Ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht bewusst. Also wir denken uns das nicht, mein Gott, was macht der schon wieder? Sondern manchmal denkt man gar nicht so weit, was das eigentlich für eine Auswirkung hat. Jedes einzelne System ist ja getestet über Jahre hinweg. Die Kriterien von der Robustheit, alles durchgetestet. Und die Roboter machen Sachen nicht ohne Grund. So. Wenn ein System zum Beispiel einen Stop-Loss im DAX von 200 Punkte hat, dann heißt es erstmal nicht, dass wir entweder sagen, entweder machen wir jetzt unseren Gewinn oder wir nehmen die 200 Punkte mit, sondern in der Regel ist das mal ein Notfall-Stop-Loss. Weil manche Strategien auch immer ein bisschen Luft brauchen zum Traden. Und dann gibt es einige Trader, die sagen, ja, prinzipiell okay, aber ich ziehe den Stop-Loss mal ran auf 50 Punkte. Und wenn ich mal 1-2% vorne bin, dann nehme ich die auch schnell mit und mache die Position zu. Oder der Markt, das System geht long. Ich sage, nein, ganz klarer Short, ich gehe raus. So diese Spielereien, die sorgen dafür, dass das System, dass der Trader kein Geld verdient, obwohl das System mehr als profitabel ist. Und da gibt es wirklich Trader, die nutzen das schon über ein halbes Jahr und sind negativ auf dem Konto, weil sie halt leider eingreifen. Ich will es ihnen nicht verbieten. Darf ich auch nicht. Und das ist ihr Konto. Das ist ihr Kapital. Ne? Das Geld bleibt natürlich auf ihrem Trading-Konto bei FXBet. Wir kommen da nicht mit in Berührung.
können da machen, was sie wollen, können auch die Positionen 20 Mal am Tag auf und zu machen. Aber ich sage nur, jedes Eingreifen sorgt dafür, dass ihr Ergebnis abweicht von dieser Performance hier. Man kann es eigentlich auch abkürzen, das Ganze, und einfach sagen, schaut einfach auf die Performance und dann fragen wir uns nochmal, ob das System wirklich gerade so dumm ist, dass es jetzt eine Position eingeht, die eigentlich unlogisch ist. So, ist gar nicht böse gemeint, aber die Systeme machen manchmal Sachen, die für uns unlogisch sind, aber die Systeme sind ein bisschen klüger als wir, weil sie halt wissen, was in den letzten Jahren passiert ist und diese Muster einfach abgespeichert haben. Also der Computer, der kennt die Formation der letzten 20 Jahre einfach, was wir einfach nicht kennen. Wir sind ein bisschen getrieben, vielleicht auch ein bisschen von den Nachrichten und so weiter. Aber falls es für Sie wichtig ist, Sie können natürlich jederzeit eingreifen. Also Sie können auch Positionen schließen, wenn Sie sagen, das gefällt mir nicht. Wir drücken in die Position nicht mehr rauf. Die wird einmal eröffnet, wenn Sie sagen, nee, möchte ich nicht, dann ist die zu. Also Sie haben nach wie vor die volle Kontrolle über Ihr Konto. Sie können auch nebenbei manuell traden. Das kommt gar nicht in die Quere. Also die Robo-Signale achten nur auf die eigene Position. Ihre Positionen bleiben da von aus. Sie werden da nicht angefasst. Aber auch hier ganz wichtig, es macht manchmal Sinn, wenn man einfach ein kleines Unterkonto eröffnet, dort das Geld draufschiebt und dann da nur die Robo-Signale laufen lässt. Weil sonst, man will ja auch Geld verdienen. Man will ja auch gucken, funktioniert das dann wirklich, was da erzählt wurde. Und wenn wir einfach ein extra Konto haben, wo die Robo-Signale drauf laufen, dann können wir ganz einfach im MetaTrader das Statement, also die Auswertung ziehen von Start an bis heute. Wir sehen eine Zahl, Gewinn und Verlust. Ist es im Verlust? Okay. Hat dann nicht so funktioniert, ist es im Gewinn? Super. Sonst müssen wir unsere manuellen Trades rausrechnen, gucken, wo ist das? Ist das jetzt mein Trade gewesen? War das meine Schuld? War das der Roboter? Und so weiter und so weiter. So, die Frage die Kostenfrage kam auch, ja klar, da beschäftigen wir uns gleich mit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wieso wir zum Beispiel mindestens 5.000 Euro hier verlangen oder empfehlen, damit das Ganze funktioniert. Gehen ein paar Folien weiter. Klar, das ist einigermaßen klar, die Konsistenz der Robosignale, hier sind wir quasi in der Mitte. Hier treffen sich Programmierer, Trader und Analysten und in der Mitte kommen halt die Systeme raus, die im Portfolio landen. Oh, das ist ganz wichtig, wieso wir es eigentlich als Privatpersonen es nicht schaffen. Selbst wenn wir keinen Beruf haben, nichts anderes machen, als uns damit zu beschäftigen, es ist extrem schwer, diese drei komplexen Themen zusammenzufassen und es selbst umzusetzen. Und das ist so ein bisschen der große Mehrwert oder große Vorteil in den einzelnen Robosignalen. Letzter Punkt, bevor wir auf die Preise und auf die Kosten nochmal zugehen, weil es ein sehr wichtiger Punkt ist, wie eigentlich der Zyklus ist von den Strategien. Ich habe ja gesagt, das Portfolio ist aktiv verwaltet. Das heißt, Systeme, die heute aktiv sind, könnten morgen nicht mehr aktiv sein. Systeme, die morgen aktiv sind, könnten vor zwei Wochen schon mal aktiv gewesen sein. Bei uns ist es so, es wird wirklich täglich dran gearbeitet. Wir schauen, welche Strategieideen haben wir? Ideen kommen immer mal wieder. Wir schauen, ist das wirklich nur eine Idee gewesen? Also ist uns da irgendwie mal was im Chart aufgefallen, was nur Zufall war, oder steckt wirklich was dahinter? Wenn was dahinter steckt, wird es grob getestet. Funktioniert die grobe Idee? Wird es feiner und feiner und feiner getestet? Dann haben wir ein profitables System. Dann wird geschaut, passt das ins Portfolio? Also ganz ehrlich, wir haben noch weitere profitable Systeme, mehr als nur die 6 aus dem Portfolio, aber wir nehmen sie nicht mit rein, weil sie zum Beispiel zu stark korrelieren. Das bringt uns dann auch nichts. Dann könnten wir auch einfach ein System nehmen und dann das Volumen verdoppeln, sondern es muss schon mit reinpassen. Die Diversifizierung ist immer wichtig. Es bringt nichts, 5 Systeme für einen Euro-Dollar zu haben oder 5 verschiedene Währungspaare zu handeln, sondern wir wollen ja schon breit unterwegs sein. Und jetzt haben wir Indizes, Devisen, Zinsen, Edelmetalle, ja, also schon, ich finde, eigentlich schon relativ breit aufgestellt. Wenn es dann so ist und wir sagen, das System passt, wird ins Portfolio, dann wird das Volumen wieder neu berechnet und geschaut,
kriegen wir es von der Margin her auch rein. Das Portfolio ist inzwischen so gut getimt, dass wir da auch auf die Zeit achten. Also es gibt Systeme, die haben morgens ihren Slot, die dürfen ja so bis 15.30 Uhr ihre Position halten, gehen dann raus, ganz klar nach der Strategie. Ein, zwei Stunden später kommt das nächste System, beansprucht dann die Margin für die eigene Position, die dann zum Beispiel 1,5, 2 Tage gehalten wird und so weiter. Also Margin ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Darauf achten wir immer. Wir gehen da nicht drüber hinweg. Also wir kommen nicht auf die Idee zu sagen, wir handeln mehr als die 5.000 Euro. Dann ist unser Support-Fach voll, würde ja keinem was bringen. Und wenn das System dann im Portfolio drin ist, dann ist die Arbeit immer noch nicht erledigt, sondern wir schauen dann immer wieder weiter, sind wir irgendwann mal wieder Punkt 3 von einem anderen System. Ist es besser als ein bestehendes System? Wird es ausgetauscht? Ist ein bestehendes System über dem maximalen Drawdown angekommen? Oder. Also die Überwachung ist mit ein wichtiger Punkt dazu. Würden wir heute sagen, die 6 Systeme lassen wir drin, dann würden wir in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr diese Performance von heute oder vom letzten Jahr zum Beispiel erreichen. Welche Underlyings werden verwendet? Ja, also momentan ist es Euro-Dollar. Wir haben Gold, DAX, Bund. Genau, das sind die Assets, die wir momentan haben. So, dann kommen wir jetzt zu der Preisfrage, was das Ganze kostet und wieso wir 5.000 Euro als Mindestkapital vorgeben und wie wir als FX-Bet-Kunden auch nochmal sparen können. Wir haben hier 3 verschiedene Modelle. Start, Lang, Mittel, ganz wichtig. Bei allen Modellen ist die Performance identisch. Also wir bekommen nicht in der preiswerten Variante weniger Signale, sondern der große Unterschied ist die Vertragslaufzeit. Das heißt, je länger wir sagen, wir möchten die Robosignale haben, desto günstiger wird es. Sagen wir, wir möchten einen kleinen Anfang mit der Startvariante, dann sind wir bei 97 Euro im Monat, sind wir bei der langen Variante, also 2 Jahre gebunden, sind wir bei 59 Euro im Monat oder nehmen wir die goldene Mitte und sagen, wir sind 12 Monate lang dran. Ja, gebunden klingt immer so böse, aber abonnieren wir es mindestens 12 Monate lang, dann sind wir bei 89 Euro. Was ist dabei? Wir haben einen Trading-Server, also einen Trading-VPS, der darf nicht nur für die Robosignale verwendet werden, sondern Sie können auch jeden Tag einfach drauf manuell handeln. Sie könnten da noch Ihren eigenen EA laufen lassen oder ein paar andere Kleinigkeiten nebenbei laufen lassen. Ganz wichtig, höchste Priorität haben natürlich die Robosignale, also Sie sollten jetzt nicht keine Computerspiele auf dem Server installieren und die Ressourcen von den Robosignalen wegnehmen. Das ist ganz wichtig, aber Trading Server VPS kostet ja auch schon um die 20 Euro im Monat ein guter. Den haben wir hier mit bei. Täglich wird auf Ihr Konto geschaut, das heißt börsentäglich wird auf den Trading Server nachgesehen. Ist der MetaTrader noch an? Ist der automatische Handel noch an? Ist Ihr Konto verbunden? Gibt es irgendwelche Probleme? Wenn nicht, ist alles schön, dann hören Sie nichts von uns und wenn doch, dann schreiben wir Ihnen eine E-Mail, wo dann kurz und knapp drin steht, bitte das Konto neu einloggen, Updates wurden installiert, bitte das und das machen. Kommt sehr selten vor, aber wir wollen das eine Problem nicht haben, dass Sie das zum Beispiel morgen starten und dann in 6 Monaten wieder raufgucken und feststellen, okay, vor 5 Monaten gab es ein MetaTrader-Update und ich habe vergessen, mein Konto einzuloggen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir haben noch eine Best-Deal-Aktion. Das heißt, wenn wir sagen, monatliche Kosten habe ich schon genug, ich möchte es am liebsten gerne einmalig zahlen, dann haben wir auch die Möglichkeit, einfach das Ganze in der Best-Deal-Aktion zu holen. Dann zahlen wir jährlich einfach 800 Euro, ist alles mit dabei. Wir können das jährlich kündigen. Das heißt, wir können auch 2 Tage oder 1 Tag kurz vor Ende des ersten Jahres sagen, halt stopp, mein Konto ist voll, ich möchte nicht mehr. Dann zahlen wir auch nicht mehr, dann kostet es auch nichts mehr. Da sparen wir halt nochmal 268 Euro, wenn wir das Ganze so buchen. Für uns heute hier in der kleinen gemütlichen Runde oder für alle Kunden von FXBet gibt es auch noch 50 Euro für den Start kostenlos. Das heißt, wenn Sie, egal für welches Paket Sie sich entscheiden, Sie einfach den Gutscheincode FXBet zusammengeschrieben,
klein oder groß, spielt gar keine Rolle, eingeben. Dann wird Ihnen von der ersten Buchung 50 Euro abgezogen. Wo man den eingibt, wo man das eigentlich findet, zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Dafür gehen wir einfach auf unsere Seite, algo-camp.de, und dann sehen wir hier oben schon eigentlich die Robo-Signale, oder wir klicken hier oben auf Produkte, Robo-Signale, und dann können wir hier nach ganz unten scrollen und dann sehen wir die verschiedenen Produkte. Und dann wählen wir Start, Lang, Mittel, nehmen wir einfach mal die Variante und dann tragen wir hier beim Gutschein FX Flat ein. Gutschein ist gewährt und dann ist die erste Zahlung um 50 Euro verringert. Hier sehen wir auch nochmal, was alles mit dabei ist. Das heißt, das dynamisch, das aktiv verwaltete Portfolio ist immer mit dabei. Der Trading Server ist mit dabei. Wir überwachen das. Wir installieren das Ganze auch schon so weit, wie wir dürfen. Das heißt, wir fragen nicht nach Ihrem Passwort, nach Ihren Zugangsdaten, sondern Sie bekommen dann den Trading Server. Das ist alles voreingerichtet, vorinstalliert. Der MetaTrader läuft schon. Sie müssen dann eigentlich nur noch Ihr Konto einloggen. Also Passwort eingeben, Kontonummer eingeben, oben das System auf scharf stellen, also hier oben Auto-Trading anmachen. Und dann war es im Grunde auch schon. Wir haben noch eine monatliche Sprechstunde in Form eines Webinars. Die haben wir jetzt frisch erst eingeführt. Das heißt, Fragen können Sie jetzt natürlich jederzeit. Wir sind jederzeit erreichbar. Wir haben unseren WhatsApp-Support, E-Mail-Support oder aber um einfach mal eine gemütliche Runde haben möchte und so ein bisschen was nochmal sehen möchte zu den Robo-Signalen, dann gibt es da monatlich nochmal ein kleines Webinar. Natürlich live, nichts aufgezeichnetes, sondern wo man einfach live Fragen stellen kann, nochmal aufs Konto guckt, vielleicht einfach mal so die Frage stellt, wieso ist das jetzt so gelaufen und so gelaufen. Das ist auch in jeder Variante mit dabei. So, da kamen noch einige Fragen mit rein. Können Sie bitte Ihre MyFXBook-KPIs kommentieren? Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich dazu noch erwähnen möchte. Wo ist das MyFXBook-Konto? Genau hier. Diese Übersicht an MyFXBook-Konten wird demnächst auch noch wachsen. Und zwar, das finde ich eigentlich persönlich sehr interessant, mit Kundenkonten. Das heißt, wir veröffentlichen hier nicht heimlich die Kundenkonten, sondern wir fragen einfach einzelne Robo-Signalkunden, ob wir deren Konto anbinden dürfen. Denn, das ist sehr interessant, haben wir da nämlich einen wichtigen Faktor mit drin, und zwar einfach den Faktor Mensch, dass da der Trader sitzt, der dann trotzdem manchmal ein bisschen eingreift. So, und dann haben wir halt zum Beispiel nicht im letzten Jahr eine Performance von 109%, sondern vielleicht nur von 90%. Aber es ist so das Ehrlichste, was man irgendwie dann präsentieren kann, finde ich. So, wir haben dann verschiedene Trader, vielleicht die extrem diszipliniert waren und keinen einzigen Finger krumm gemacht haben und eingerufen haben. Dann andere, die wir ein bisschen gezockt haben, aber trotzdem kriegen es mehr oder weniger alle hin, mit den Signalen noch profitabel zu sein. Deswegen wird es ein bisschen erweitert. Da hat jeder sein eigenes Volumen, also einen eigenen Multiplikator, dann weichen die Kennzahlen so ein bisschen ab. Unterschiedliche Startzeiträume. Es gibt natürlich auch viele, die Ende letzten Jahres oder so im August, Juli gesagt haben, naja, das Jahr ist ja schon gelaufen, schon 50% gemacht, was soll hier noch kommen? Ja, im Grunde genommen war es egal, wo man eingestiegen ist. Man hätte auch hier einsteigen können und es wäre heute profitabel gewesen. Das ist eigentlich ein ganz gesunder Misch, den wir dann hier bald mit drin haben. Nächste Frage. Können Sie die Strategien im Portfolio High-Level beschreiben? Scalping, Trend, Folding, Counter-Trend. Kann ich auch nur für heute machen. Das heißt, wenn übermorgen neue Systeme reinkommen, dann ist das natürlich keine aktuelle Info mehr. Aber momentan haben wir ein Trendsystem. Wir haben saisonale Systeme. Wir haben Indikatorsysteme und News-Systeme momentan drin. Zum Teil auch kombiniert. Das heißt, einzelne Systeme achten auf mehrere dieser Eigenschaften oder auch nur auf einzelne. Kann man seinen eigenen VPS verwenden? Kann man machen. Was spricht dagegen? Wir können es dann nicht überwachen. Das heißt, wenn Sie einen eigenen Server haben, dann haben wir ja da keinen Zugang zu Ihrem Server. Wir können nicht täglich raufgucken. Der Punkt würde dann wegfallen. Und die ganzen Anleitungen, die wir haben, die sind darauf ausgelegt, dass Sie den Server von uns verwenden.
Wenn Sie fit sind in dem ganzen Bereich und sagen, ja gut, EAS kann ich auch selbst installieren, ich kann die Libraries dahin schieben, Indikatoren dahin schieben, die und die Daten eintragen, dann können Sie auch eigene verwenden. Wie gesagt, das gesamte Onboarding-Prozess ist darauf ausgelegt, den fertigen Server von uns zu nehmen, aber wenn Sie sagen, Sie sind da fit, Sie machen es lieber selbst, dann ist es auch kein Problem. Ist Affixit inzwischen verwendbar? Laut Ihrer Webseite Work in Progress. Ja, seit heute offiziell verfügbar. Ich glaube, es ist schon genau, es ist aktualisiert. Es ist nicht mehr demnächst verfügbar, sondern verfügbar. Kann sein, dass es an ein oder anderen Stelle noch steht, demnächst verfügbar, aber das wird dann die Tage auch noch aktualisiert. Aber ja, Sie können Stand jetzt die Robo-Signale buchen und auf Ihrem FXWirt-Konto auch verwenden. Sie haben die gleichen Signale wie die Kunden der anderen Broker. Da ist leider ein kleiner Startfehler beim Kapital. Ja, vielen Dank dafür. Das notiere ich mir ganz kurz. Kopiere das hier raus. Danke dafür. Werden die jeweils eingesetzten Strategien in den Grundzügen erklärt? Ja, so was ich bisher gesagt hatte, was so grob die Eigenschaften sind. Wenn es so irgendwelche, manchmal fragt man ja aus ganz bestimmten Gründen, weil irgendwas wichtig ist, weil man kein Martingale Geld oder so haben möchte. Schreiben Sie uns gerne einfach nochmal an, was Sie so ein bisschen genauer haben möchten. Dann erklären wir es auch nochmal in groben Zügen. Was ganz wichtig ist, finde ich persönlich wichtig, wir haben hier kein Martingale. Also kein System verdoppelt sein Volumen, weil es im Verlust ist. Also kein Ritt Martingale Geld, weil wie auch immer man diese Teufelszeuge nennen möchte. Jede Position hat zu jeder Zeit ein Stop-Loss am Markt. Wir gehen also keine Position ein, die einen versteckten Stop-Loss hat oder gar keinen Stop-Loss. Das ist extrem wichtig. In der Regel ist es immer ein Notfall-Stop-Loss. Das heißt, wir haben nicht das Ziel, dass im Verlustfall dieser Stop-Loss erreicht wird, sondern er ist wirklich für den Notfall, dass wir die Position eingehen, beispielsweise im DAX Long und plötzlich passiert was Schlimmes da draußen und der Markt fällt um hunderte Punkte, dann sind wir froh, dass uns der Notfallstopploss noch rausgeholt hat und wir nicht die Position noch offen haben. Das ist ganz wichtig zu sagen. Ein Take-Profit setzen wir auch so gut wie nie. Wie gesagt, die Systeme ändern sich auch mal, aber in der Regel wird dann eher der Stop-Loss angepasst oder wir schließen die Positionen so im Gewinn, aber wir begrenzen die Verluste so gut wie nie. Also Stand heute der Systeme wird da kein einziger Take-Profit gesetzt. Gewinne werden realisiert, aber entweder weil ein Zeit-Stop-Loss erreicht wurde oder einfach weil der intern gemerkte Trailing-Stop angepasst wird oder nachgezogen wird. So, perfekt. Dann haben wir soweit erstmal alle Fragen geklärt. Genau, der Gutscheincode ist FXBirds. Also wir haben ja verschiedene Varianten. Eigentlich ist da für jeden was mit dabei. Wenn man sagt, man ist noch ein bisschen misstrauisch, dann wählt man einfach das kleinste Paket, spart dabei nochmal 50 € für die erste Rate und kann im Notfall auch einfach nach den 3 Monaten dann das Ganze kündigen. Wir haben ja keine großen Fristen. Also wenn Sie nach 10 Stunden vor den 3 Monaten sagen, ich möchte nicht mehr, dann wird es einfach gekündigt. Das ist eigentlich relativ entspannt bei uns. Genau, wenn Sie das Ganze buchen, den Gutscheincode angeben, dann läuft es so ab. Sie bekommen den Zugang zu unserem sogenannten Onboarding-Prozess. Da wird jeder einzelne Schritt mit Text und mit Videos erklärt. Es dauert so 24, vielleicht auch mal 2 Tage, so 1 bis 2 Tage, bis der Trading-Server fertig eingerichtet ist und zugeschickt wird. Und dann müssen Sie sich nur noch einloggen mit Ihrem FXWirt-Konto, einmalig alles starten und dann geht es auch schon relativ zügig los. Wenn noch Fragen sind, gar kein Problem. Wir haben hier oben unser Kontakt, wir haben hier unten unsere Erreichbarkeit bei WhatsApp. Wenn Sie uns bei WhatsApp schreiben möchten oder eine E-Mail schreiben möchten oder einfach das Kontaktformular nutzen möchten, gar kein Problem. Nutzen Sie das oder aber auch, wenn Sie sagen, ich habe aber noch weitere Fragen und ich möchte mich dann noch weiter ins Detail einfragen und einfach mit jemandem reden, dann können Sie auch einfach die Strategieberatung bei uns buchen und dann ruft Sie jemand von uns an und klärt die Fragen, also ganz wie Sie möchten. Der Gutschein ist aktiv. Also ist ab sofort aktiv. Und ja, ansonsten, wenn natürlich andere Fragen da sind, ist das liebe nette Team, das so oft ausgezeichnete Team
von Fixbert natürlich auch zur Verfügung und beantwortet da alle Fragen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Eine Frage kommt noch rein, die nehme ich gerne noch mit, bevor ich das Wort wieder an Nelson abgebe. Was ist die ideale Kontogröße für eure Signale? Die ideale mindestens 5.000, außer Sie möchten ein bisschen zocken und haben den großen Hebel von 1 zu 200, dann würden auch 2.500 Euro reichen, aber empfehle ich nicht. Was ist die maximale Kontogröße? Bei den Robosignalen gibt es kein Limit nach oben. Also ob Sie 5.500 oder 50 Millionen auf dem Konto haben, die Gebühren bleiben gleich. Vom Volumen her sind wir ja Märkten aktiv, wo viel, viel Geld reinpasst. Also wir haben hier keine Penny Stocks wie die Wirecard oder andere Märkte, wo es Probleme damit gibt. Von daher, es gibt kein Limit. Wir erlauben hier alles. Oh, noch eine sehr, sehr gute Frage. Wie gehen Sie mit dem üblen Steuergesetz der Verlustrechnung um von den 20.000? Das Portfolio ist sehr selektiv unterwegs. Das heißt, die Zeiten sind vorbei, wo wir am Tag 20, 30 Trades automatisiert durchdrücken und dann am Ende 10 Euro überbleiben oder kumuliert wir 1.100 Verlust gemacht haben und 1.110 Euro Gewinn gemacht haben. Die Systeme sind sehr, sehr, sehr selektiv unterwegs. Also wir handeln nur noch Setups. Ich sag mal 5-Sterne-Setups handeln wir damit. Und wenn wir das Ganze mal durchrechnen, mit 20.000 Euro, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber wir könnten das Portfolio mit dem dreifachen Volumen handeln. Also wir könnten ein 15.000 Euro Konto handeln mit dem dreifachen Volumen. Und wir haben einen Gesamtverlust, also die Verluste zusammen kumuliert übers Jahr sind da glaube ich bei 16.000 Euro. Also da gibt es kein Problem, bis 15.000 oder bis 20.000 Euro das zu handeln. Alles darüber muss man nochmal durchrechnen. Wir haben halt leider keine Garantie. Also wir wissen nicht, wie dieses Jahr läuft. Aber man könnte hier rein theoretisch einfach jeden Monat immer mal schauen, wie viele Verluste habe ich jetzt kumuliert gemacht. Habe ich jetzt die Grenze erreicht von 20.000 für dieses Jahr? Okay, dann muss ich aufhören oder ich schaue, wie ich dieses, wie ich optimiert unterwegs bin, ob ich dann eine Trading GmbH gründe oder UG, um das Ganze zu umgehen. Aber rein prinzipiell, dieses Steuergesetz sorgt nicht dafür, dass die Robosignale nicht funktionieren. Also, wie gesagt, mit 15.000 oder 20.000 Euro hätte es in der Vergangenheit funktioniert. Rechne ich gerne nochmal genauer durch, wenn das nochmal jemand haben möchte. So, wird es aufgezeichnet? Ja, auf jeden Fall. Auf dem YouTube-Kanal von FXpert sollte das die Woche auf jeden Fall noch hochgeladen werden. Was ist euer größtes Konto? Das größte Konto hat angefangen bei uns bei knapp 470.000 Euro. Ist jetzt schon ein Stückchen größer, aber vom Volumen her gar kein Problem, das umzusetzen. Forex-Markt, CFD-Markt, da ist dieses Kapital verhältnismäßig auch nichts. Bei Ihnen wird angezeigt, Sie sparen 368 Euro. Auf der Homepage wird 268 angezeigt. Ups, dann ist das ein Fehler von mir in der Präsentation. Letztendlich zählt das, was dann bei Digistore steht, also wenn wir das Ganze buchen. 268. Genau, 268 ist korrekt. Mein Fehler, dass ich auf der Präsentation den 100 dann nochmal raufgepackt habe. Aber dafür haben wir den FXWert-Gutschein, dann kommen nochmal 50 rein. Naja, wenn man andere Konten hat, erreicht man die 20k aber schon. Ja, das stimmt. Besonders, wenn man öfters mal manuell eingreift. das haben wir natürlich nicht unter Kontrolle. Also, was nebenbei mit anderen Konten gemacht wird, das ist individuell für jeden Einzelnen. Ich kann nur sagen, dass die Robosignale, wenn wir beispielsweise nur die Robosignale betreiben, dann ist das Steuergesetz sorgt nicht dafür, dass wir es nicht nutzen können. Wie gesagt, wir wissen es nicht, wir haben keine Garantie dafür. Es kann sein, dass wir jetzt dieses Quartal die 20.000 an Verlust durchdrücken. Das wissen wir nicht, aber es ist nichts, was wir nicht unter Kontrolle haben. Wir können wirklich jeden Monat einfach raufgucken und schauen, was habe ich jetzt für Verluste generiert. Wenn wir mehrere Konten haben, dann auch für mehrere Konten. Wenn wir nur das eine Konto haben, dann halt für das andere Konto.
Da wäre eine fortlaufende kumulierte Verlustausweisung schön. Ja, das machen wir noch nicht öffentlich, aber eigentlich ist es eine sinnvolle Sache. Einige Trader, die fragen uns einfach regelmäßig zum Monatsbeginn, bitte mal kurz mein Konto checken und mir sagen, was ich letzten Monat kumuliert verloren habe. Ist vom Aufwand her langsam so groß, dass es wirklich lohnenswerter ist, einfach die Zahl mit auf die Webseite zu nehmen oder allen per E-Mail zu schicken, und dann kann man das ja mit seinem Multiplikator modifizieren. So, gibt es eine Max-Slippage-Monitoring zwischen Ihrem Konto bei dem anderen Broker und FXWIT? Nein. Vom Slippage-Share kann ich sagen, die Robosignale laufen jetzt mit FXWIT beim dritten Broker. Alle drei Broker haben wir ausgiebig getestet und wir kennen die Technik dahinter, wir wissen, wie die Ordergabe funktioniert, und hier gibt es wird es kein Problem mit der Slippage bei irgendeinem Broker geben. Es gibt immer mal Marktphasen, da haben wir das Ganze, aber jetzt hier bei FXWIT wird es da keine Probleme mit geben. Wir monitoren das nicht. Also wir haben jetzt speziell bei den Robosignalen kein System am Laufen, was das Ganze prüft. Ich kann aber sagen, dass die durchschnittlichen Gewinne so groß sind, dass uns Slippage, dass uns 2 Sekunden später rein, dass uns ein größeres Bett uns eigentlich nicht stört. Dafür sind die Trades für mehr ausgelegt. Selbst wenn wir jetzt eine Gebührerhöhung haben oder das Bett plötzlich im DAX um 2 Punkte teurer wird, würde uns zum Glück nicht interessieren. Also wir haben hier kein System, was auf die Krümel aus ist, sondern wir wollen hier wirklich die großen Kuchen, Käse, Sahne, Törtchen, Stückchen haben. So, welche Zeiteinheiten sind die Handelssysteme? Bunt gemischt. M15, H1, H4, komplett durchgemischt. So ist das Verlustrisiko bewusst unterschiedlich. Bei manchen Trades schon bis zu 4R gesehen. Das ist so. Je größer das potenziell errechnete Target, also Ziel, im Roboter errechnet wurde, desto größer ist dann auch der Stop-Loss. Also wir hatten es, glaube ich, am Anfang ganz grob mal erwähnt, dass die Systeme möglichst eine gleiche Gewichtung haben. Das heißt, Systeme, die zum Beispiel ein internes Target haben, was relativ groß ist, dann braucht es auch Luft, und dann ist der Verlust, der mögliche Verlust auch größer, dann wird dann mehr Luft gelassen. Manchmal laufen ja auch Systeme, die nur ein-, zweimal im Jahr handeln, die auf die 10-Sterne-Plus-Setups warten, die sie dann handeln. Dann kann es auch mal sein, dass ein Stopp ein bisschen größer ist, aber wie gesagt, von der Margin her, von der Gewichtung her wird immer darauf geachtet, dass es einigermaßen im Maß ist. Die sind ja ziemlich neu am Markt. Ach so, es geht um die anderen Broker. Ja, also wie gesagt, wer uns kennt, der weiß, wir arbeiten mit keinen Brokern, die irgendwie Mist machen. Deswegen war FXWIT auch unser erster Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, und arbeiten wir auch noch bis heute zusammen. Da brauchen Sie keine große Angst haben. So, wie ist das Risiko pro Trade in Prozent? Unterschiedlich, unterschiedlich, komplett unterschiedlich. Ist auch immer schwer zu sagen, weil die Stop-Loss, die wir sehen, die Sie als Trader im MetaTrader sehen, nicht der geplante Stop-Loss ist. Also wenn wir manuell in den Markt reingehen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, okay, hier ist jetzt mein Stop-Loss, wenn der Trade nicht aufgeht, dann erreiche ich ihn. Unsere Stop-Loss, die am Markt sind, die manchmal ein bisschen groß wirken, sind wirklich eher nur für den Notfall gedacht. Vorher gibt es schon Zeit-Stop-Loss. Klar, der Markt kann durchrennen, dann wird dieser größere Stop auch mal gerissen, aber in der Regel nicht. Also ich glaube, dieses Jahr wurde ein großer Stop-Loss mal gerissen, ansonsten gehen wir immer früher raus. Deswegen kann ich gar nicht pauschal sagen, wie viel Prozent wir pro Trade eingehen. Je größer die Gewinnchance, desto größer auch mal der einzelne potenzielle Verlust pro Trade. So, welche Produkte Sie meinen, welche Assets wir handeln? Gold, Bund, DAX, Euro-Dollar. Das sind die momentanen Systeme. Wie gesagt, das Portfolio ist aktiv verwaltet. Es kann auch sein, dass wir morgen den S&P drin haben, dass wir morgen andere Indizes drin haben. Keine Sorge, das ist kein Hin- und Hergehüpfe.
Wir achten da schon drauf, dass da nicht zu viel hin und her gerissen wird. CFDs, Futures, Optionen, das sind Devisen und CFDs. Optionen und Futures handeln wir hier nicht, nein. Okay, was wäre denn der Worst-Case-Stop-Loss pro Trade in Prozent? Das wäre momentan der allerschlimmste Fall, wären, glaube ich, geplant 4%. Was meine ich mit geplant 4%? Der Markt ist halt ein Markt. Wenn wir mal an den Schweizer Franken-Crash von damals denken, der Stop-Loss wird nicht garantiert gerissen. Wenn wir jetzt beispielsweise in eine Wirecard investiert wären und der Stop-Loss bei 80 Dollar liegen würde, der Markt runterfällt auf 10 Dollar, dann ist der Stop-Loss größer. Unwahrscheinlich in unseren Bereichen, aber ich sage es einfach, weil ich da eh nichts Falsches vormachen möchte. Wie gesagt, der geplante momentan größte Stop-Loss wäre bei 4%, was Extremmarktereignisse angeht. Das kann keiner vorhersehen. Wie würden neue Werte in den EA-Einstellungen eintragen? Achso, wer würde neue Werte in den EA-Einstellungen eintragen? Sie meinen neue Assets oder was mit neuen? Achso, in die Asset-Tabelle, ja, genau. Es gibt demnächst ein Update von der Copy-Software, also von der Robosignal-Software. Da müssen die Assets nicht mehr gepflegt werden. Das heißt, jetzt ist die Version noch draußen, wo die Asset-Übersetzung quasi drin ist, aber demnächst gibt es ein Update und wenn wir dann plötzlich ganz neue Assets aufnehmen, dann muss keiner die Tabelle pflegen. Und wir wissen, dass es diese Tabelle gibt und wir werden jetzt kein Assets aufnehmen, was nicht in der Tabelle ist. Also da achten wir natürlich immer drauf, dass das alles ordentlich gepflegt wird. Wie viele Trades im Jahr? Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist nicht jedes Jahr gleich viel. Ende letzten Jahres haben wir durchschnittlich in der Woche so 4 Trades gemacht. Also so 16 Trades im Monat. Das sind momentan mehr. Ich würde sagen, momentan haben wir um die 25 Trades im Monat. Aber wie gesagt, immer abhängig vom Markt. Ob der Markt auf der Stelle tritt, ob der Markt sich bewegt. Aber so grob kann man das sagen. Wie viele Trades laufen parallel? Maximal parallel momentan 2. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Situationen, wo mal 3 Trades laufen. Aber wir achten immer darauf, gerade jetzt, dass wir maximal 2 Trades haben. Ich würde sagen, Mehrheit der Zeit läuft immer nur ein Trade parallel. Öfter, also oft dann 2 und nur ganz, ganz selten 3 Positionen. Da schauen wir schon, dass wir da bei der Max 2 bleiben. Das schaffen wir auch in der Regel einzuhalten. So. Super, es kam auf jeden Fall noch eine Menge Fragen rein. Das hat mich sehr gefreut. Und wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, aber bald. wie viele Märkte waren erst leicht noch für die 6 Systeme? Ich glaube 4. Gold, DAX und Euro-Dollar. Also momentan 4. 6 Systeme, 4 verschiedene Assets und 3 verschiedene Zeitintervalle. Gut, jetzt haben wir es aber geschafft. Ich würde sagen, wenn noch Fragen da sind, sehr, 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 sehr gerne uns kontaktieren. Wie gesagt, einfach auf unsere Webseite gehen, algocamp.de, haben wir oben den Kontaktreiter, können Sie uns gerne nochmal anschreiben und noch weitere Fragen stellen. Wenn es Fragen zum Konto gibt, zum Margin, zum Hebel, dann ist natürlich auch sehr, sehr gerne FXBet noch zu erreichen. Die gibt es natürlich auch noch und freuen sich auf Ihre Anfrage. Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für die große Teilnahme. Mich sehr gefreut, dass so viele Fragen kamen, dass noch so viele sich für das Thema interessiert haben und auch gerne weiter ins Detail reingegangen sind. Wie gesagt, ab sofort funktioniert es auch mit FXBet. Den Gutschein, den können Sie anwenden. FXBet zusammengeschrieben. Und ja, dann bedanke ich mich bei allen von Ihnen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und lieber Nelson, ich gebe das Wort ab. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, bin auch sehr begeistert für das Interesse und natürlich
können Sie auch an uns Ihre Fragen entsprechend senden und wir leiten das sehr gerne weiter, sodass Sie da auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, um mich zu bedanken bei den Teilnehmern, dass sie heute live dabei waren und hier auch die Veranstaltung noch interessanter gemacht haben, als es sowieso schon war. Vielen Dank, David, natürlich. Wie immer sehr informativ und interessant. Und Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online. Und da wir jetzt Montag haben, wünsche ich noch eine erfolgreiche Trading-Woche. Und ja, der David wird wahrscheinlich jetzt kurz grinsen, aber selbstverständlich, wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Das ist ganz wichtig. Und bleiben Sie gesund und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute, Dankeschön, tschüss. Tschüss.